Ruth-Heinig-Kreis, mitten in den Herzen Deutschlands, hat seinen Namen einerseits von dem Höhenzug Heinig, der den Kreis im Südwesten begrenzt, und andererseits von dem Fluss Unstrut, der im benachbarten Eichsfeldkreis entspringt und seinen Lauf vom Nordwesten fast diagonal zum Südosten des Kreises nimmt. Begleiten Sie uns nun auf eine, in diesem Falle, motorisierte Rundreise durch unseren schönen Kreis. Wir sind auf der Bundesstraße 249 von Westen kommend, rechts abgebogen in dem kleinen Ort Katharinenberg und durchfahren den durch seine frühere Strumpfproduktion bekannten Ort Diedorf, wo es auch heute noch ein Strumpfmuseum gibt. Mittlerweile haben wir Heirode erreicht. Die Lage Heirodes gehört zum Obereichsfeld. Die höchste Erhebung beträgt 460 Meter über Normal Null. Heirode liegt in sehr schöner, waldreicher Umgebung und besitzt im Ortskern sehr schöne Fachwerkbauten. Es gibt eine funktionsfähige Obermühle mit Wasserrad und das Grenzhaus. Direkt hinter dem Grenzhaus befindet sich der Gasthof Alter Bahnhof. Dieses Gebäude wurde bis 1968 als Bahnhof genutzt und ist heute eine Außenstelle der Mühlhäuser Werkstätten für Behinderte, die auch die Bewirtschaftung der Gaststätte übernommen hat. Unterwegs zwischen Heirode und Oberdorla kommen wir an der Wacholderdrift vorbei. Hier wachsen wilde Wacholderbüsche und auch sonst allerlei urtümlich anmutende Gewächse. Natürlich haben auch Wildblumen hier ihren Platz gefunden. Durchquert man die Wacholderdrift in Richtung Süden, hat man einen sehr schönen Blick auf die Ausläufer des Heinig. Auch einige vor dem Heinig liegende Dörfer sind zu erkennen, unter anderem auch unser nächstes Ziel, nämlich Kammerforst. Die Kammerforster sind fröhliche Menschen, die gerne arbeiten, aber auch immer einen Grund zum Feiern finden. So gibt es über das Jahr verteilt viele Traditionsfeste wie Volksmusik, Maien, Pfingst, Kirsch- und Blasmusikfest, um nur einige zu nennen. Den Kammerforstern eilt der Ruf voraus, im Dorf der Blasmusik zu wohnen. Es gibt ein Jugendblasorchester, welches auf eine über 25-jährige Tradition zurückblicken kann. Die Kammerforster Kirche hat eine Besonderheit. Im Gegensatz zu fast allen anderen Kirchen, die ihren Turm im Westen haben, ist der Turm der Kammerforster Kirche nach Osten ausgerichtet. In einer Senke zwischen den Dörfern Oppershausen, Niederdorla und Seebach ist vor einigen Jahren ein künstlicher Stausee angelegt worden, der sogenannte Oppershäuser Stausee. Der Stausee wurde ursprünglich für Bewässerungszwecke in der Landwirtschaft angelegt, wird aber natürlich auch sehr gern von Badelustigen genutzt. Von der westlichen Dammkrone des Stausees hat man einen sehr schönen Blick auf den Ort Niederdorla. Nahe dem Ort Niederdorla wurde durch Berechnungen der Technischen Universität
Dresden und der Universität Göttingen der geografische Mittelpunkt Deutschlands ermittelt. Seit dem 18. Februar 1991 markiert eine Kaiserlinde diesen Punkt. In direkter Nachbarschaft kann die Ausgrabung einer frühgermanischen Kultstätte besichtigt werden. Die Siedlung bei diesem sogenannten Opfermoor war bereits vor der Zeitrechnung und bis ins 13. Jahrhundert bewohnt. Im nahegelegenen Museum können Fundstücke und weitere Ausstellungsmaterialien besichtigt werden. Nachbauten der germanischen Häuser veranschaulichen das Leben der damaligen Zeit. Von Niederdorla sind wir über Oppershausen und Flachheim nach Weberstedt gefahren. Weberstedt liegt direkt an der Ostseite des Hainichs und ist damit die am dichtesten am Nationalpark Hainich gelegene Gemeinde. Das Goldackersche Schloss in Weberstedt ist Ausgangspunkt einer 3 oder 4,6 Kilometer langen Rundwanderung, dem Naturerlebnispfad. Das Schloss selbst beherbergt ein Umwelt- und Naturzentrum sowie eine Ausstellung zum Nationalpark Hainich und eine Gaststätte. Im Zuge des Naturerlebnispfades gelangt man nach kurzer Zeit an den Rand des Hainich, wo das symbolisch errichtete Tor zum Hainich zum Besuch des Nationalparks einlädt. Im Nationalpark Hainich steht der größte zusammenhängende Laubmischwald Europas, mit einem großen Bestand an Buchen. In den letzten 50 Jahren konnten sich im Südteil des Hainich Waldbestände entwickeln, die den in Mitteleuropa längst verschwundenen natürlichen Wäldern vermutlich sehr nahe kommen. Von Weberstedt fahren wir in nordöstliche Richtung und kommen bei Schönstedt wieder auf die Bundesstraße 247. Dort rechts abgebogen erreichen wir nach kurzer Zeit die Stadt Bad Langensalza. Die Kurstadt Bad Langensalza liegt im westlichen Bereich des Thüringer Kernlandes in einer fruchtbaren Landschaft an dem Flüsschen Salza. Im Jahre 1811 wurde bei Flussregulierungsarbeiten eine Schwefelquelle entdeckt. 1956 erhielt Langensalza den Titel Bad. Zusätzlich wurden 1996 noch zwei weitere Heilwässer entdeckt. Bad Langensalza wurde 1950 Kreisstadt, da durch den Zusammenschluss der beiden ehemaligen Kreise Bad Langensalza und Mühlhausen zum Unstrut-Hainich-Kreis nur eine Stadt Kreisstadt werden konnte, wurde diese Aufgabe Mühlhausen übertragen. Bad Langensalza besitzt eine Vielzahl wunderschöner Gärten, wobei an allererster Stelle natürlich der Rosengarten zu nennen wäre,
Aufgrund der über 100-jährigen Tradition in Rosenzucht und Anbau und dem rosigen Ambiente erhielt Bad Langensalza im Juni 2002 den Titel Rosenstadt. Repräsentiert wird die Rosenstadt durch die Rosenkönigin. In diesem Jahr ist das Jennifer Karlstedt. In kurzen Abriss können nicht alle Gärten genannt und dargestellt werden, aber weiter zu erwähnen wäre in jedem Falle der japanische Garten. Die japanische Gartenkunst setzt ihre Highlights in Grünpflanzen und Steinen, während ja die europäische Kunst mehr an den Farben der Blüten orientiert ist. Nachdem wir die Ruhe kurz genießen konnten, haben wir uns nun wieder zurückbegeben auf die Landstraße. Wir sind auf der Bundesstraße 247 zurückgefahren in Richtung Mühlhausen und machen Kurzstation in dem Ort Großengottern. Großengottern ist ein traditioneller Standort des Gemüseanbaus und der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, in diesem Falle hauptsächlich von Gurken, Zwiebeln und Kraut. Großengottern verfügt neben anderen sportlichen Einrichtungen über eine moderne Zweifeldersporthalle. Der größte Arbeitgeber ist die Kreaton AG mit 3 Dachziegelwerken an diesem Standort. Es wurden ca. 180 neue Arbeitsplätze geschaffen. Als Sehenswürdigkeiten sind in jedem Fall das Hornhardtsche Rittergut und das sehr gut geführte Landmaschinenmuseum zu erwähnen. Von Großengottern in Richtung Mühlhausen erreichen wir in wenigen Minuten die Gemeinde Seebach. In Seebach befindet sich die älteste Vogelschutzwarte Deutschlands. Die Vogelschutzwarte ist untergebracht in einer aus dem 12. Jahrhundert stammenden Wasserburg, die bis zum 20. Jahrhundert im Besitz der Familie von Berlepsch war. Die Freiherren von Berlepsch beschäftigten sich im 19. Jahrhundert mit Obst- und Bienenzucht und engagierten sich außerdem im Vogelschutz.
Der ca. 2 Hektar große Park mit Vogelvolieren und Schautafeln direkt an der Burg lädt zu einem interessanten und erholsamen Rundgang ein. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Kinderheim. Wir machen nun einen Schwenk nach Norden und setzen unsere Reise in dem Bergarbeiterdorf Mentoroda fort. Wie man unschwer erkennen kann, ist von der einstigen Schachtanlage nicht mehr viel übrig. Einige ehemalige Bergleute bemühen sich jedoch, in einem kleinen Museum die Geschichte des Schachtes, des Kalischachtes Mentoroda, lebendig zu halten. Inzwischen haben sich einige Betriebe im Umfeld etabliert und die katholische Arbeitnehmerbewegung KAB hat eine Ausbildungswerkstatt hier in Mentoroda errichtet. Von Mentoroda kommt man in südöstlicher Richtung über Obermehler nach Volkenroda. Vorbei an einer 1000-jährigen Eiche gelangen wir zu einer Klosteranlage aus dem 12. Jahrhundert. Im Jahre 1990 wurde diese Klosteranlage wiederentdeckt und bis 1999 weitgehend saniert. Nach der Weltausstellung im Jahr 2000 in Hannover wird der Christuspavillon, das Gemeinschaftsprojekt der evangelischen und katholischen Kirche, auf der Expo in Volkenroda erneut aufgebaut und kann hier dauerhaft genutzt werden. Vom Kloster Volkenroda sind wir nun wieder zurück nach Obermehler und fahren in Richtung Schlotheim. Schlotheim und Obermehler zusammen betreiben einen Regionalflugplatz, der aus einem ehemaligen Flugplatz der sowjetischen Streitkräfte hervorgegangen ist. Dieser Flugplatz ist nicht sehr stark frequentiert. Trotzdem ist der Tower tagsüber ständig besetzt. In Schlotheim selbst hat sich die Firma Sponeta sehr gut etablieren können und auch Reste des Seilerhandwerkes sind noch vorhanden. Schlotheim verfügt über sehr gute Sportanlagen und ein dazugehöriges Sporthotel.
Inzwischen sind wir im östlichen Teil des Unstrut-Hainich-Kreises angekommen und fahren auf der Bundesstraße 176 von Bad Langensalza nach Bad Tennstedt. Das idyllisch gelegene Urleben kann man von der Bundesstraße aus sehr gut erkennen. Bad Tennstedt verfügt über sehr ergiebige Quellen und selbst eine Schwefelquelle wurde entdeckt. ...1997 entstand die Idee, eine Quellprinzessin zu küren. Die zurzeit amtierende Quellprinzessin heißt Jana Wolf. Am östlichen Rand des Unstrut-Hainich-Kreises sind die Böden sehr gut geeignet für den Spargelanbau. Diese Tradition wird in Herbstleben zum Beispiel schon seit über 200 Jahren gepflegt. Die Herbstlebener Spargelbauern bewirtschaften ca. 80 Hektar. Erst seit 1998 wird auf dem Spargelhof Kutzleben Spargel geerntet. Zwischen Kutzleben und Lützensemmern werden ca. 140 Hektar bewirtschaftet. Von einer Jury gewählt, stammt die diesjährige Spargelkönigin Sally Rotsch direkt aus Lützensemmern. Sie repräsentiert den Spargelanbau in ganz Thüringen. In Lützensemmern befindet sich ein ehemaliges Rittergut, das zu einem Tagungszentrum ausgebaut wurde. Ein weiterer Sprung führt uns in den Norden des Unstrut-Hainich-Kreises. Hier begrenzt der Höhenzug Dün unseren Kreis, der auch der Gemeinde Dünwald ihren Namen gab. Hier durchfahren wir die Gemeinde Höpstedt. Nordwestlich von Mühlhausen, nahe dem Ort Bickenriede, befindet sich ein weiteres Kloster unseres Kreises, das Kloster Anrode.
Anrode war von 1274 bis 1810 ein Nonnenkloster. Danach wurde das Kloster sowohl landwirtschaftlich als auch industriell genutzt. Inzwischen bemüht man sich, die historische Bausubstanz zu erhalten und wieder nutzbar zu machen. Im Westen haben wir die Rundreise durch unseren Kreis begonnen und im Westen schließt sich auch der Kreis. Wir sind nach Lengenfeldstein gefahren, wo sich unübersehbar ein gigantischer Eisenbahnviadukt über den gesamten Ort zieht. Die Brücke wurde früher für den Schienennahverkehr zwischen Leinefelde und Geismar genutzt, ist aber heute leider baufällig. Eine Rekonstruktion würde etwa 9 Millionen Euro kosten. Auf der Weiterfahrt in Richtung Mühlhausen kommen wir durch Faulungen. Die Faulunger Frauen sind dafür bekannt, ein sehr gutes Pflaumenmus herzustellen. Deshalb wird alle 2 Jahre ein Musfest veranstaltet, bei dem auch die Muskönigin gewählt wird. Im September 2003 wurde die Muskönigin Jutta Gassmann gewählt. Größte Stadt im Unstrut-Hainich-Kreis und auch Kreisstadt ist Mühlhausen. Mühlhausen verfügt über eine fast vollständig erhaltene Stadtmauer. Auch die vielen und zum Teil sehr aufwendig restaurierten Kirchen sind nicht zu übersehen. Im historischen Stadtkern präsentieren sich liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser. Viele schmale Gässchen, wie hier um das historische Rathaus, laden zum Bummeln ein. Im historischen Rathaus befindet sich das Reichsstädtische Archiv, denn Mühlhausen war ja einst freie Reichsstadt. Hier können sehr wertvolle originale Schriftstücke besichtigt werden. Durch die Inanspruchnahme verschiedener Fördermöglichkeiten konnte in Mühlhausen sehr viel historische Bausubstanz erhalten werden. Dadurch strahlt Mühlhausen ein gewisses mittelalterliches Flair aus. Selbst der Steinweg, Mühlhausens Einkaufsmeile, zeigt stolz seine gut erhaltenen Bürgerhäuser. Es gäbe über Mühlhausen natürlich noch weit mehr zu berichten, doch das würde den Rahmen unserer kleinen Reise durch den Unstrut-Hainich-Kreis gewaltig sprengen. Am Anfang unserer kleinen Reise war die Rede von der Unstrut und vom Hainich.
Die Unstrut bildet nahe Mühlhausen bei Reiser ein wunderschönes Tal, das Reisersche Tal. Ein paar Einstellungen aus dieser Gegend sollen den Ausklang unserer kleinen Reise bilden. Die vielfältigen Anstrengungen im Straßenbau und die Bemühungen um Wirtschaftskraft in unserem Kreis können ebenso wenig im Einzelnen aufgeführt werden wie das Engagement der Bürger für ihre Heimat. Dieser Bericht sollte nur einen Überblick verschaffen und eventuell dazu anregen, mal die eine oder andere Ecke in unserem schönen Kreis zu besuchen.